Liebe Geschwister, wir haben in der letzten Freitagsansprache über Fragen gesprochen. Und in der heutigen möchte ich dies dadurch ergänzen, dass wir über Befehle im Koran sprechen. Allah Ta'ala, ihm gebührt es zu befehlen, liebe Geschwister, denn er ist der Herr nicht nur der Welt, sondern der Herr der Welten. Rabbul Alamin. Und wir Menschen, wir bedürfen eines Fahrplans, eine Orientierung, quasi eine Gebrauchsanleitung für das Leben. Denn ansonsten sind wir nicht nur eine Gefahr für uns selbst, liebe Geschwister, sondern auch eine Gefahr für andere Lebewesen, eine Gefahr für den gesamten Planeten insgesamt. Gerade weil wir im Bereich, in der Sphäre des Moralischen geprüft sind, liebe Geschwister, und deswegen auch Verantwortung Allah Ta'ala gegenüber tragen und natürlich dann auch danach den anderen Geschöpfen und selbst und den anderen Geschöpfen gegenüber auch. Ibn al-Qayyim, er sagte in Bezug auf die Gesetzgebung Allah Ta'alas, er sagte, die Basis und das Fundament der Scharia bestehen aus der Weisheit und dem Nutzen der Diener im Dies und im Jenseits. Also nicht nur der jenseitige Nutzen, liebe Geschwister, wird hier angesprochen. Und er sagt, sie ist in jeder Hinsicht Gerechtigkeit, Güte, Nutzen und Weisheit. Weiter sagte er, die Scharia ist die Gerechtigkeit Allahs unter seinen Dienern, seine Barmherzigkeit unter seinen Geschöpfen, sein Schatten auf seiner Erde, ja, nicht wortwörtlich zu nehmen, und seine Weisheit, welche auf ihn und auf die Wahrhaftigkeit seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, in vollkommener und bester Weise hindeutet. Das heißt, wer die Scharia studiert, er studiert die Weisheit Allah Ta'alas. Er kommt Allah Ta'ala dadurch näher, dass er das Warum und das Wie seiner Gesetzgebung studiert und die Effekte dieser Gesetzgebung, wie Ibn al-Qayyim eben dies auch getan hat, und der Nutzen und Weisheit, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit feststellte, als Folge der Umsetzung dessen, liebe Geschwister. Und subhanallah, auch wenn es, wer die Medien betrachtet, auch wenn es so anmutet, als ob wir Muslime ganz grundverschieden wären in unserer hiesigen Lebenswelt, der irrt. Und auch nicht-muslimische Wissenschaftler sagen, dass es gerade die Ähnlichkeit des Islam mit dem Christentum ist, welche diesen Konflikt so groß werden lässt. Ja? Wären wir grundverschieden, die hiesige Kultur, die geschichtliche Überlieferung, hätte weniger eine Schwierigkeit mit dem Islam, wie gesagt, wenn er so grundverschieden wäre. Unter anderem hat das Herr Naumann, Professor Naumann von der Universität Siegen gesagt, auch in einem Artikel veröffentlicht, den wir auch weitergeleitet haben. Und so überrascht es auch nicht, dass wir die 10 Gebote, liebe Geschwister, auch im Koran finden. Ja? Auch wenn Wikipedia anderes sagt, ich habe noch vor 2 Wochen den Artikel Wikipedias abgerufen zum Thema 10 Gebote und dort wird nur das Alte und Neue Testament etc. Thematisiert und vom Koran keine Rede, vom Islam keine Rede. Ja? Der englischsprachige Artikel in Wikipedia ist dann einen Schritt weiter, der erwähnt auch die 10 Gebote in Bezug auf ihre Erwähnung im Koran. Lasst uns heute also, liebe Geschwister, über Befehle reden. Allah Ta'ala sagt im Koran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ihr wart die beste Gemeinde, die für die Menschen entstanden ist. Ihr wart die beste Gemeinde, die für die Menschen entstanden ist. Wir reden gleich darüber, wer damit im Speziellen gemeint ist. Ja, erstmal in der Vergangenheitsform auch formuliert, weckt es unser Interesse. Und natürlich haben Abfolgen im Koran eine Bedeutung. Ja, so fangen ja auch die 10 Gebote im Koran, die übrigens in der 17. Sure, Al-Isra und Al-An'am in der 6. Sure erwähnt sind. So fangen sie mit dem Wichtigsten an. Ja?
dass wir Allah Ta'ala nicht zu verleugnen haben, dass wir ihn anerkennen mögen. Ja? Und subhanallah, hier ist die Khairiyya, die Güte in Bezug auf das Beste, was diese Umma auszeichnet, sie wird nicht eingeleitet mit einem Aqida-Punkt. Wa tu'minuna billah. Oder tu'minuna billah. Wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar. Sondern hier werden Taten eingeleitet. Ihr gebietet das Gute und ihr verwehrt das Üble. Und ihr habt Iman an Allah. Das ist ein Hinweis, liebe Geschwister, darauf, dass die Umma, die hier gemeint ist, deswegen den Vorzug bekommen hat gegenüber den Gemeinden der vorherigen Propheten aufgrund ihrer Taten. Liebe Geschwister, aufgrund ihrer Taten. Al-Barawi, einer unserer Großgelehrten, der vor gut 900 Jahren gestorben ist, ursprünglich ein Perser, schafiitischer Rechtsgelehrter, wie gesagt, seine Beinamen waren Ruknuddin, also Säule der Religion, und Muhyi as-Sunnah, Wiederbeleber der Sunna. Und er hält in seinem Koran-Kommentar fest, dass es zwei Meinungen bezüglich des Adressaten in dieser Aya geht. Also wer ist damit gemeint? Wer ist diese beste Umma? Und einige sagten, damit sind die Prophetengefährten gemeint. Radiallahu anhum. Allah Ta'ala möge mit ihnen allen zufrieden sein. Und die andere Auffassung, liebe Geschwister, hum jami'ul mu'minina min hadhihil umma. Alle Mu'minin aus der Umma Muhammads, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die erste Auffassung würde uns definitiv exkludieren, weil wir nicht Gefährten des Propheten sind, sallallahu alaihi wasallam, im Sinne von Zeitzeugen. Ein Gefährte wird definiert über das Sehen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise das in seiner Gegenwart sein als Blinder. Ja, wir haben ihn nicht gesehen, zumindest nicht mit unseren körperlichen Augen. Es ist möglich, dass wir ihn im Traum sehen. Inshallah ist das ein Geschenk, was Allah Ta'ala uns allen wird ermöglichen. Aber wir haben ihn nicht mit unseren leiblichen Augen gesehen, somit sind wir keine Prophetengefährten. Aber die zweite Bedeutung, liebe Geschwister, da könnten wir damit gemeint sein. Oder dann wären wir in der Debatte drin. Aber interessanterweise gab es eine Betonung, ja, nicht Jami'ul Muslimin, nicht alle Muslime, sondern Jami'ul Mu'minin. Ja? Und wir wissen ja aus dem Koran, in zahlreichen Passagen wird ein Qualitätsunterschied zwischen einem Muslim auf der grundlegenden Ebene angesprochen gegenüber dem Mu'min, der noch, wie gesagt, ein Level über dem gewöhnlichen Muslim steht. Wir alle, also liebe Geschwister, können zur besten Umma dazugehören. Wenn wir uns hocharbeiten vom Muslim sein zum Mu'min sein. Und er sagte auch, rahimahullah, antum khairun nasi lin nasi. Dass diese Umma, die damit gemeint ist, inshallah, gehören wir dazu, zumindest eines Tages, inshallah, vor unserem Tod. Dass wir diese Stufe des Imans in dem Sinne erreicht haben, dass Allah Ta'ala uns zu den Mu'minin zählt. Ihr seid die beste Gemeinde, wir inshallah sind die beste Gemeinde, sie waren die beste Gemeinde der Menschen, Linnas, für die Menschen. Linnas, für die Menschen, für alle Menschen. Subhanallah. Wir kehren zurück zu den Taten, weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt. Ihr bringt den Menschen etwas. Und der Hadith korrespondiert damit, ein Hadith, der auch als Hassan beurteilt wurde. وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. Die besten Menschen sind diejenigen, die am nützlichsten für die Menschen sind. Die besten Menschen sind, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die besten Menschen sind diejenigen, die am nützlichsten für die Menschen sind. Wenn wir die Geschichte betrachten, liebe Geschwister, ja, subhanallah, wer heute Morgen eine Dusche genommen hat und Kaffee getrunken hat aus einer Tasse, ja, und Zucker reingetan hat, auch wenn das nicht gesund ist. All diese vier Angelegenheiten, liebe Geschwister, wurden von Muslimen überbracht
Ja? Kaffee, Tasse und Zucker stammen sogar aus dem Arabischen. Gibt es ein interessantes Buch, das nennt sich 500 deutsche Wörter mit arabischer Herkunft, sinngemäß. Ja? Arabischer Herkunft. Das heißt, die Geschichte legt Zeugnis darüber ab, dass wir Muslime zu einem Zeitalter, die Führer in dem Sinne waren, dass wir am meisten Nutzen für die Menschen gebracht haben. Und inshallah werden wir zu diesem ehrenvollen Rang wieder auch zurückkehren. Ja, im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Technik. Das Gründen von Gärten kommt auch von den Muslimen. Weil die Muslime haben sich Gärten eingerichtet. Ja, inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Damit die Muslime über das Betrachten der Gärten Sehnsucht nach dem Paradies bekommen, damit ihre Taten noch qualitativer, noch mehr werden, noch aufrichtiger werden. So, komm, lass uns kurz nochmal in so einen Garten schauen, ja, und dann sind wir motiviert. Oh Allah, das möchten wir auf ewig haben. Ja? Das heißt, diese ganzen Kleingärtnervereine, ja, auch ihre Existenz, ja, wird zurückgeführt auf das Einführen des Gärtnerns von den Muslimen. Im Koran, als ich nochmal Linnas nochmal näher untersucht, habe ich festgestellt, dass das Eisen, dass Allah Ta'ala den Menschen das Eisen geschenkt hat, wird auch aufgeführt Linnas. Ja? Eisen soll für die Menschen da sein. Der Honig als Heilung auch soll für die Menschen da sein. Die Zeitberechnung, ja, man muss ja alles hier planen, soll auch für die Menschen da sein. Subhanallah, wohin führte das? Wir kennen ja oft die Berichte von unserer Geschichtsschreibung. Die Muslime, die waren so gerecht, subhanallah, Nicht-Muslime haben ihre Nähe gesucht und Nicht-Muslime wollten lieber in einem muslimischen Land leben, als im Staat, der von ihren eigenen Glaubensbrüdern geführt wurde. Ja? Schwierig mit diesen, ja, Quellen umzugehen, gerade wenn man im Dialog mit den Menschen ist, weil die denken, ja, das habt ihr doch alles irgendwie gefälscht oder erfunden oder übertrieben. Subhanallah, eine Islamkennerin, das muss man sagen, ja, Annemarie Schimmel, übrigens liest sie bei ihrer Beerdigung das Vaterunser und die Al-Fatiha vortragen. Ja? Sie schreibt in einem Vorwort von diesem Buch, von einem Rückkehrer zum Islam. Ob schon man in den Chroniken des frühen Mittelalters lesen kann, dass die Muslime von vielen christlichen Gruppen des Nahen Ostens als Befreier von einer Diktatur der byzantinischen Staatskirche erfreut empfangen wurden. Ja, hier sagt sie selbst, ja, dass in der Geschichtsschreibung festgehalten ist, dass christliche Gruppen, ja, Muslime als Befreier empfunden haben. Ja. Da waren wir eins, liebe Geschwister. Da waren wir eins, subhanallah. Wenn wir heute, das passiert nicht oft, aber manchmal hört man es, ja, wenn heute auf dem Schulhof Leute, also Kindern und Jugendlichen aus dem Weg gehen, die Mohammed und Ahmed und Ali heißen, das ist genau das Gegenteil, liebe Geschwister, von dem, was unsere Religion uns lehrt. Ja, weil der Muslim, er strahlt Sicherheit aus. Er strahlt Geborgenheit aus. Menschen fühlen sich bei ihm sicher. Menschen fühlen sich bei ihm geborgen. Ja, wie kann es sein, dass man, da ist Ali, ich muss schnell mein Frühstücksgeld in Sicherheit bringen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja, aber wir wissen auch, dass viel übertrieben wird, weil, ja, Leute, die Rassismus in ihren Herzen haben, Allah Ta'ala möge sie davon befreien, ja, die hypen solche Geschichten. Auf der anderen Seite bringt man nie eine negative Eigenschaft oder selten eine Eigenschaft in Verbindung mit der jeweiligen Religion oder Herkunft der Person, wenn sie nicht muslimisch ist oder wenn sie nicht aus einem klassisch muslimischen Herkunftsland kommt. Ja? Deswegen, wir wollen jetzt nicht so das bestätigen. Oh ja, wir sind hier die Allerschlimmsten und Kriminellsten. Nein. Ja? Aber wenn das, dort wo das der Fall ist, liebe Geschwister, da muss die Person wissen, dass sie sich absolut entgegen dem verhält, was Allah Ta'ala von ihm oder von ihr möchte. Ja? Absolut dagegen. Wie konnten die Muslime, subhanallah, das erreichen, dass Menschen, die einen ganz anderen Glauben hatten, ja, beziehungsweise
grundlegende Gemeinsamkeiten, aber dann doch am Ende signifikant anders in Bezug auf Allah Ta'ala dachten und fühlten, dass sie lieber unter Muslimen gelebt haben, dass lieber ein muslimisches Land, ein muslimischer Staat bevorzugt wurde, als die Herrschaft, die von den eigenen Glaubensgenossen ausging. Wie konnte das passieren, subhanallah? Muslime, die waren, subhanallah, erzogen vom Koran, erzogen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und eines, liebe Geschwister, hat mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeit ist grundlegend im Islam. Und wir werden im Koran dazu erzogen, dass wir uns nicht abhalten lassen von gerade zwei Faktoren, die Menschen dazu bringen. Das sind die Hauptfaktoren, die Menschen dazu bringen, ungerecht zu sein. Ja, ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bilqist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O ihr Gläubigen, seid wahrer Hüter der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Seid Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, ja, das Herz kann befallen sein von Hass. Das sind Realitäten. Wir Muslime sind auch Realpolitiker. Wir sagen nicht immer, ja, unser Herz wird so rein, wenn wir die Schahada gesprochen haben. Nein, es muss immer wieder gereinigt werden. Deswegen gibt es die Tazkia, liebe Geschwister, die Seelenreinigung. Das heißt, wenn ihr Hass in eurem Herzen habt gegen bestimmte Leute, was sagt Allah? Dieser Hass soll euch nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Ah, ja, diese Abneigung. Vielleicht auch, weil wir diskriminiert werden, haben wir manchmal negative Gefühle. Aber das soll uns niemals davon abbringen, liebe Geschwister, das Wahre als wahr anzuerkennen, ja, und uns für die Gerechtigkeit einzusetzen. Seid gerecht, das ist gottesfürchtig und fürchtet Allah, gewiss ist Allah dessen kundig, was ihr tut. Weiterhin sagt Allah Ta'ala im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u alhawa an ta'dilu وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. O ihr Gläubigen, seid auf der Hut bei der Wahrnehmung der Gerechtigkeit. Passt gut auf, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht. Ja? Und seid Zeugen für Allah. Seid Zeugen für Allah. Auch dann, wenn es gegen euch selbst gehen sollte. Oder gegen eure Eltern. Oder gegen Nahestehende. Ja, Verwandte oder Nahestehende. Ob der eine reich oder arm ist, so ist Allah beiden näher. Darum folgt nicht der persönlichen Neigung, damit ihr gerecht handeln könnt. Und wenn ihr aber die Wahrheit verdreht oder euch von der Wahrheit abwendet, so weiß Allah, was ihr tut. Das heißt, auf der einen Seite Hass gegenüber andere soll uns nicht davon abhalten, gerecht zu sein. Und dem gegenüber die Liebe zu bestimmten Leuten soll uns nicht davon abhalten, anders als gerecht zu sein, subhanallah. Objektiv, neutral, abwägend, wie die Waage es tut. Ja? Das ist das, liebe Geschwister, was die Muslime so großartig gemacht hat. Aber das ist nur die erste Stufe. Gerechtigkeit, liebe Geschwister, ist nur die erste Stufe. Denn subhanallah, wir Muslime, wisst ihr, was wir hatten? Wir hatten eine moralische Überlegenheit. Ich habe vor ein paar Wochen über Omar Mukhtar, Shahid Omar Mukhtar gesprochen. Allah Ta'ala möge ihn mit Hamza und den anderen Märtyrern im Paradies vereinigt haben. Und wir wissen, dass es im Islam erlaubt ist, ja, Kriegsgefangene
wenn es keine anderen Einigungen gibt, die sicherlich zu bevorzugen sind, dass es auch im Islam ist, dass es auch im Islam erlaubt ist, Kriegsgefangene unter Umständen zu töten. Das wissen wir. Ja? Und wir wissen, dass in Zeiten der italienischen Besetzung Libyens auch die Kriegsgefangenen der Italiener tatsächlich auch getötet worden sind. Und als Omar Mokhtar eines Tages Kriegsgefangene nehmen konnte aus der italienischen Armee, wollten seine Anhänger diese Leute töten. Und er sagte, stopp. Und sie sagten, aber sie tun es doch auch. Und er sagte, sie sind nicht unsere Lehrer. Sie sind nicht unsere Lehrer. Das heißt, Gerechtigkeit im Sinne von, ist eine mathematische Gleichung, ja, die immer aufgehen muss. Das ist gleich das. Die beiden Waagschalen sind auf einem Level. Keine der beiden überwiegt. Das ist Gerechtigkeit. Aber der Islam, liebe Geschwister, setzt immer eins drauf. Allah Ta'ala ist nicht nur der Gerechte, sondern, und das ist betont im Islam, er ist der Barmherzige. Er ist der Gütige. Und diese moralische Überlegenheit, subhanallah, das ist ein Element der Baraka. Er sagte, ja, sie machen es auch, aber sie sind nicht unsere Lehrer. Wir müssen zeigen, dass wir mehr sind, dass wir die moralische Überlegenheit haben. Dadurch wird Allah Ta'ala uns zum Sieg verhelfen. So, liebe Geschwister, wenn wir das jetzt alles gehört haben, oh, subhanallah, was sagt der Koran? Inshallah auch über uns. Ja, Jami'ul Mu'minin. Und schaut, was die Geschichte sagt. Und schaut, was Annemarie Schimmel sagt. Oh, da fühlt man sich richtig gut, stimmt's? Aber da müssen wir aufpassen. Ja, da müssen wir aufpassen. Allah Ta'ala sagt im Koran, es heißt im Koran auf der Zunge Luqmans, der nur nach den wenigsten Gelehrten ein Prophet war, aber nach allen ein Rechtschaffener. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Zeige den Menschen, للناس, den Menschen, nicht nur deinen Eltern oder deinen Geschwistern oder der muslimischen Gemeinde, zeige den Menschen nicht verächtlich die Wange. So, sei nicht arrogant. Und gehe nicht übermütig auf Erden umher. Denn Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Und halte das Maß bei deinem Gang. Ja, wir sollen nicht wie der Boss hier rumlaufen. Ja, da haben wir zu viele Filme geguckt, liebe Geschwister. Ja, wenn wir so rumlaufen. Und dämpfe deine Stimme, denn die widerwärtigste der Stimmen ist wahrlich die Stimme der Esel. Das heißt, liebe Geschwister, unsere Mimik, ja, unsere Gestik und die Art, wie wir sprechen, darf niemals Arroganz vermitteln. Subhanallah. Ja, wir sollen nicht rumlaufen wie die Mäuse, die irgendwo Angst haben. Ja? Nein, wir laufen mit, ja, wir laufen gerade durchs Leben, aber wir laufen nicht, liebe Geschwister, in irgendeiner Form arroganz vermittelnd durchs Leben. Nicht mit unserem Gesicht, nicht mit unserer Gestik und auch nicht mit unserer Stimme, liebe Geschwister. Ja, subhanallah. Wie können wir das erreichen, al-anfa' lin-nas zu sein, die nützlichsten für die Menschen zu sein? Es ist absolut menschlich und absolut verständlich, nur eben kein Gebot im Islam, dass wir als Minderheit, die auch der Diskriminierung, gewissen Diskriminierungen ausgesetzt sind, dass wir uns zurückziehen, Parallelgesellschaft bilden. Ja, geht nicht. Deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, also wie können wir gut zu den Menschen sein, wenn wir keinen Kontakt zu den Menschen haben? Wie können wir für sie nützlich sein, wenn wir keine Begegnung mit ihnen haben? Ja, deswegen sagte er, Al-Mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru 'ala adhahum. Der Prophet wusste, sallallahu alaihi wasallam, per Offenbarung und auch durch Erfahrung, ja, dass man mit Menschen zu tun hat. Hier sind wieder die Menschen gemeint. Allgemein, nicht im Speziellen Muslime oder, ja, oder Mu'minin. Wer sich unter die Menschen mischt, der wird Schlechtigkeiten von ihnen erfahren. Aber der sich unter die Menschen Mischende ist bei Allah besser.
خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ. Der ist besser als derjenige, der sich nicht unter die Menschen mischt und deswegen auch nicht ihre Schlechtigkeiten ertragen kann. Deswegen sagt Allah Ta'ala auch im Koran, damit wir das auch ertragen können, weil wenn wir alles registrieren von den Menschen, wenn wir alles bewerten, wenn wir alles ausfechten wollen, dann können wir nicht unter den Menschen leben, liebe Geschwister. Deswegen ist eins wichtig, was Allah Ta'ala hier erwähnt, in der Surat, in der dritten Sure. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah Ta'ala lobt diejenigen mit den folgenden Eigenschaften, diejenigen, die in guten Zeiten und in schlechten Zeiten spenden und die ihren Zorn, ihren Groll, ihre negativen Gefühle im Griff haben, unterdrücken und die den Menschen verzeihen. Und zwar auf eine auslöschende Art. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Wir sagen ja in der Laylatul Qadr, die wir ersuchen, Allahumma innaka afuun. O Allah, du bist der auslöschend Vergebende. تُحِبُّ الْعَفُوَ فَعْفُ عَنِّي. Ja? Du liebst die auslöschende Vergebung, so bitte vergib mir auf auslöschende Art. Der Muslim, liebe Geschwister, er hat einen Auftrag, sympathisch, menschlich zu sein, ein Kumpel zu sein, ja? Jemand, mit dem man Zeit verbringt, ja? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, auch in einem authentischen Hadith, alles sind authentische Hadithe, die wir hier vortragen, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wa la khayra fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Der Muslim ist derjenige, der mit anderen Bekanntschaft aufbaut, der Vertrauen aufbaut mit anderen und umgekehrt man ihm gegenüber auch Vertrauen aufbaut, Bekanntschaft aufbaut, ein Miteinander aufbaut. Man mag ihn. Und nichts Gutes ist in demjenigen, sagte der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, der nicht diese Art hat, mit Menschen eine normale Beziehung aufzubauen, eine gute Beziehung aufzubauen, wo Vertrauen da ist. Und umgekehrt derjenige, bei dem dies nicht gesucht wird. Und hier ist auch allgemein gesprochen. Hier geht es, wie gesagt, nicht um die muslimische Glaubensfamilie, sondern das sind allgemeine Aussagen, liebe Geschwister. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah, Yusuf alayhi salam, er kam ins Gefängnis. Und das, was wir gerade eben besprochen haben, der Muslim mischt sich unter die Menschen. Ja? Und wenn er sich unter die Menschen mischt, dann hat er gute Beziehungen mit den Menschen. Das sagen die beiden Hadithe aus, liebe Geschwister. Und das sehen wir im Verhalten Yusufs, der natürlich als Unschuldiger ins Gefängnis kam, ja, und dort auch nach diesen Grundsätzen lebte, denn dies sind ewige Grundsätze, liebe Geschwister. Und wisst ihr, wozu das führte? Yusuf alaihi salam, der musste gar nicht predigen. Die Menschen brauchten gar keine Ohren, um ihn kennenlernen zu können. Denn wisst ihr, was sie über ihn gesagt haben? Im Koran heißt es dazu, Inna naraka minal muhsinin. Wir sehen dich zu den Gutestuenden gehörend. Wir sehen dich zu den Gutestuenden gehörend. Ja, was kann man großartig in einer Zelle machen an Gutem? Aber die Mufassirun, liebe Geschwister, die Koran-Kommentatoren, sie sammelten, ja, und sie sagten, er machte stets Platz für die Leute. Und wenn jemand krank war, kümmerte er sich um ihn. Wenn jemand depressiv war, gab er ihm Trost. Er teilte sein Essen. Ja? Er setzte sich für sie ein. Ja? Das, was ihm eben möglich gewesen ist. Ein Daria überall, zu jeder Zeit. Deswegen haben die Leute gesagt, wir sehen, dass du zu den guten Menschen gehörst.
Ja, simahum fi wujuhihim. Ja, ihre Zeichen sind in ihren Gesichtern. Inshallah haben wir alle das Zeichen der Rechtschaffenheit, ja, wenn nicht uns gegenüber als Geschwister, ja, die La ilaha illallah bereits sagen durften, dann gegenüber den Menschen, die diese wundervolle Religion noch nicht richtig kennenlernen konnten, weil sie so schlecht vermittelt wird, liebe Geschwister, ja, medial und teilweise auch durch unser Beispiel, dass wir die Zeichen der Rechtschaffenheit in unseren Gesichtern haben. Dadurch, dass wir auch Gutes tun. Denn ansonsten gibt es dieses Zeichen nicht. Das kann man sich nicht irgendwie draufschminken oder draufmalen. Sondern das ist ein Licht, was Allah Ta'ala beiden Personen schenkt. Der Person, die Gutes tut. Und die Person, die dann das sieht. Und manche Menschen können das auch nicht sehen, weil sie ihre Herzen verschlossen haben. Dem Guten gegenüber. Aber manchmal wird ein solches Herz auch geöffnet. Dadurch, dass Allah Ta'ala Licht über das Gesicht einer Person in deren Herzen wirft. Ja, sahiba yassijn. So hat Yusuf a.s. die Leute angesprochen. Ja, wie soll er sie ansprechen? O Diebe, o Mörder, o ja, Räuber. Sagte, o meine Gefährten des Gefängnisses. Subhanallah. Höflich, subhanallah. Er findet einen Weg, ja, die Menschen gut anzusprechen. Subhanallah. Waqulu linnasi husna. Ja, und sprich zu den Menschen Gutes. Ja, und Al-Barawi, rahimahullah, er sagte, sowohl inhaltlich führte er Beispiele auf, also dass es inhaltsbezogen ist, ja, wir gebieten das Gute, wir verwehren das Schlechte, aber auch auf gute Art zu sprechen. In aller Kürze, inshallah, damit wir diese Rolle wieder einnehmen können, die beste Umma für die Menschen zu sein, die nützlichsten Menschen für die Menschen zu sein, müssen wir alle auch selber in dieser Welt stabil stehen. Die Welt dürfen wir nicht im Herzen haben, liebe Geschwister, auch nicht einen Funken davon. Aber wir müssen sie in der Hand haben. Ja? Wir müssen selber auch etwas bieten können für die Menschen. Damit wir Autos reparieren können, auf eine gute Art und Weise, ohne Betrug, mit Qualität, müssen wir die Ausbildung erstmal abgeschlossen haben, stimmt's? Damit wir den Menschen zeigen können, was islamische Wirtschaft bedeutet, müssen wir erstmal irgendeine Ausbildung abgeschlossen haben oder ein Studium abgeschlossen haben, bis wir dann diesen Laden auch aufmachen können. Ja? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Wieder, ja, ala al-itlaq. Allah liebt es, dass wenn einer von euch irgendetwas tut, irgendetwas, liebe Geschwister, dass er es mit Perfektion verrichtet. Mit Perfektion verrichtet, liebe Geschwister. Nicht einfach so, ja, Hausaufgaben, ich habe keinen Bock gehabt oder ich. Ja, du sollst ein schönes Heft haben. Du sollst ausgerüstet sein mit allen Stiften, die du brauchst. Aufgeräumten Ransen haben. Du sollst pünktlich sein. Ja, du sollst dir Mühe geben, die beste Schrift, die du hast, auch zu verwenden. Ja, auch Talente sind verschieden verteilt, aber dass man das Beste einfach aus sich macht. Ja, so wie die Fitnessgurus immer sagen, sei die beste Version deiner selbst. Ja, die bestmöglichste Version deiner selbst. Hol das alles raus, was Allah Ta'ala dir an Möglichkeiten geschenkt hat. Und subhanallah, wie gesagt, Gerechtigkeit ist lediglich die erste Stufe. Darüber gibt es immer, liebe Geschwister, die Barmherzigkeit. Und wer sagt, die Khutba war zu eingrenzend, weil es hier um die Menschen einzig und allein ging, der hat bis jetzt recht, aber ab jetzt nicht mehr. Denn Allah Ta'ala, liebe Geschwister, sagt im Koran und hiermit verkündigt das dann auch, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht entsandt, außer als Barmherzigkeit, nicht nur als Gerechtigkeitsschaffer, als Barmherzigkeit, nicht linnas, lil'alam. Nicht lil'alam, lil'alamin. Ja? Noch nicht mal allein für diese Welt, sondern für jede Welt. Wir schauen mit dem stärksten, Teleskop. Horoskop dürft ihr nicht anschauen. Teleskop dürft ihr durchschauen, ja? Ihr schaut durch das beste Teleskop. Und wer weiß, vielleicht sind dort irgendwo irgendwelche Geschöpfe, die wir nicht wahrnehmen können. Wir wissen es nicht. Wir können es weder bestätigen noch leugnen. Und selbst für diese entfernteste Ecke, die wir vielleicht erreichen oder nicht erreichen können, selbst dort ist Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
eine Barmherzigkeit. Subhanallah. Und die Prophetengefährten, sie haben gefragt, O Gesandter Allahs, kriegen wir auch Belohnung, wenn wir gut zu den Tieren sind? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, für jedes Geschöpf. Für jedes Geschöpf. Subhanallah. Jedes Geschöpf. Und das ist ein Bukhari, ein Muslim, erwähnt. So, inshallah, liebe Geschwister, können wir wieder zur besten Ummah individuell dazu zählen, beziehungsweise uns gemeinsam dazu machen. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim. Oh Allah, die Welt ist zurzeit voller Dunkelheit, voller Kriege und Katastrophen und voller Ungerechtigkeit, oh Allah. Jetzt in diesem Moment, oh Allah, sterben Menschen, werden Menschen gequält, haben Menschen Todesangst, sind Menschen kurz vorm Verhungern, sind Menschen kurz vorm Verdursten. Jetzt in diesem Moment, oh Allah, und seit vielen Jahren, und wir bitten dich, oh Allah, bitte steh ihnen bei, bitte stärke ihr Herz, bitte schenke ihnen Befreiung, bitte schenke ihnen Selbstständigkeit, bitte schenke ihnen Unabhängigkeit von den sie ansonsten vernachlässigenden und sogar quälenden Menschen, oh Allah. Bitte schenke ihnen deinen Sieg und deinen Beistand und deinen Trost, oh Allah. Und schenke ihnen den höchsten Rang im Paradies und lasse sie durch ein Eintauchen ins Paradies für einen kurzen Moment jegliche Leiden vergessen, die sie auf dieser Welt erlitten haben, oh Allah. Oh Allah, bitte befähige uns, dass wir für Gerechtigkeit sorgen dürfen, dass wir für Barmherzigkeit sorgen dürfen, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, bitte, bitte, lieber Herr, oh Allah, bitte stehe uns bei, lass uns nicht nachlässig sein, lass uns nicht gleichgültig sein gegenüber dem, was in dieser Welt passiert und helfe uns, dass wir unseren Auftrag annehmen, oh Allah, und dass wir uns dir gegenüber wohlgefällig verhalten. Oh Allah, bitte gib uns Gutes im Diesseits und bitte gib uns Gutes im Jenseits und bitte bewahre uns vor den Flammen der Hölle und bitte schenke uns all das, was der Prophet Mohammed s.a.w. von dir erbeten hat und bitte schenke uns Schutz und Zuflucht, verschone uns vor all dem, wo auch der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam bei dir um Verschonung gebeten hat. Und lass uns unser Gebet lieben und es in der richtigen Zeit verrichten und lasse uns die Sünden, oh Allah, verabscheuen und davon wegkommen, von den Großen mit einem Schlag, oh Allah, und von den Kleinen Stück für Stück, oh Allah, Allahumma Amin. Und wenn wir doch einmal einen Fehltritt leisten, uns aufladen sollten, oh Allah, bitte lass uns schnell in der Reue sein und lass diese Reue nachhaltig sein, oh Allah, und bitte nimm sie an. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.